Ja, hallo und willkommen bei E-Bike-Tom. Heute fahre ich mal mit euch eine schöne Tour zur Wuhlheide. Und habe da auch ein paar ja, schöne Dinge auf der Tour für euch geplant. Und dann lasst euch einfach mal überraschen. Ja, für alle die, die meine Videos schon kennen, wundern sich, weil diesen Weg bin ich ja schon ein, zwei Mal gefahren. Ich fahre jetzt erst ein kleines Stück hier entlang der Wuhle. Um zur Wuhlheide zu gelangen. Ein besonderes Highlight in der Wuhlheide ist natürlich die genannte Kindelbühne. Eigentlich auch sehr bekannt. Und auf der Kindelbühne habe ich schon mal die Ärzte im Live-Konzert gesehen. War auch sehr schön im Sommer. Ist eine Freilichtbühne mitten in einem Wald. Aber mehr davon seht ihr dann gleich. Ja, heute ist wieder ein sehr schöner Tag. Wir haben es ja, um die 15 Grad. Die Sonne scheint. Leider noch nicht so ganz intensiv. Ja, das Problem, das Komoot mich bei meinem Fahrradtouren teilweise immer auf Single Trails umgeleitet hat, hat daran gelegen, höchstwahrscheinlich, dass ich bei der Routenplanung nur Fahrrad angegeben hat und nicht E-Bike. Und bei E-Bike wird noch mal besonders berücksichtigt, dass dann Fahrradwege genutzt werden sollen. Die ersten 5 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Ja, ich habe jetzt mit meinem Profit der Entdecker 650 Kilometer hinter mir und er schnurrt noch weiterhin wie ein Kätzchen. Ja, das ist übrigens auch die Fahrradstraße, die ich auch schon mal gefahren bin, die hier entlang der Wuhle führt nach Köpenick. Die müssen wir jetzt auch ein Stück entlang fahren und dann später müssen wir dann rechts runter zur Wuhlheide. Ja, jetzt sind wir schon in Köpenick angekommen und schon relativ nahe der Wuhlheide. Ja, ich habe euch ja im letzten Video oder einer der letzten Videos ja auch gezeigt, hier richtige Lenker- und Griffeinstellungen. Und ja, ich hatte übrigens die Fahrradgriffe, hatte ich mir zu hoch eingestellt. Und jetzt, wo ich die optimal eingestellt habe, habe ich auch kein Kribbeln mehr in den Handballen. Also das macht unheimlich viel aus, da den richtigen Winkel einzustellen. Und wenn es nur 5 Grad sind. Ja, Berliner Verkehr, Stau. Wochenende ist immer Stau. Aber auch hier mal wieder eine Strecke, die ich noch nie gefahren bin. Weder mit dem Auto noch mit dem Fahrrad. Ist für mich komplettes Neuland hier. So, wir sind in der Wuhlheide.
angekommen. Ja, hier gibt es auch so eine kleine Bimmelbahn, so eine Schmalspurbahn. Und da vorne müsste schon gleich die Kindelbühne sein, wenn ich mich nicht irre. So. Spielplatz. Ja, Parkbühne Wuhlheide. Da ist er. Ja, jetzt suche ich mir hier mal ein schönes Plätzchen aus. Ein Päuschen. Ah, schade, dass die Geschäfte schon alle noch zu haben. Sind wir erst am Anfang der Saison. Ah, das nennt sich hier irgendwie FEZ. Wofür die Abkürzung steht, weiß ich auch nicht. Ja, jetzt auch hier schon mal eine schöne Bank. Und 90 Meter rechts, okay. Ja, das ist die Wuhlheide. Ja, 60 Meter rechts. Aber rechts ist da gar nichts. Ja. Ja, das ist wieder Komoot, ne? Das ist hier wieder Komoot vom Feinsten. Schickt einen in die Walachei. Okay, laut Komoot soll ich jetzt hier weiter geradeaus. Ja, Komoot hinkt unheimlich hinterher. Unheimlich. Also ich bin jetzt auch mal 2-3 Touren mit Google Maps gefahren. Da ist es auf die Sekunde genau.
wenn man eine Kreuzung anfährt oder was auch immer. Und Komoot hängt teilweise hier 10 Sekunden hinterher. Ist sehr irritierend. So, jetzt suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen, wo wir uns gleich mal hinsetzen können. Weil ich habe hier noch eine kleine Überraschung mit. Die ich euch ja noch zeigen wollte. So, die funktioniert aber nur dann. Jetzt muss wieder rechts. Was habe ich denn hier geplant? Meine Herren. Das 90 Meter links. Der ist hier drüber. Genehmigung. Ja, die haben wir. Genehmigung haben wir. Ja, es gibt ja nur noch da nach links, also noch keine 170 Meter, sondern jetzt. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Hier steht noch 140 Meter und dann links. Dabei sind wir jetzt schon links und nicht nach. Und jetzt müssen wir wieder rechts. Der Waldkarte. So, genau. Ja, Komoot hängt ja unheimlich hinterher. Gerade wenn man hier in Waldgebieten fährt, echt nervig, wenn mehrere Waldwege oder Fahrradwege parallel laufen. Da ist übrigens die Heide. Freilift. 7 Metern. So, warte mal. Jetzt haben wir wieder was verpasst. Zurück. Müssen wir jetzt hier rein? Nee. Aber wir gucken mal, was ist hier. Ja, das ist eine Straße und im Eingang. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Ja, ja, Komoot schreit schon. Jetzt schreist du, ne? Von wegen rück. Weiß ich auch. So, siehst du, das geht mir so auf den Keks hier mit Komoot, ey. So, ich fahr jetzt mal einfach links runter. In der Hoffnung, dass ich dahin komme, wo ich hin möchte. So, Kindergarten, Achtung. Ja, was ich jetzt suche, nach der Kindelbühne oder wohl Heidebühne, ist ein Miniaturpark, den ich euch zeigen wollte. Hier in der Wohlheide. Ja.
Und was ich auch hasse, diese E-Bike-Fahrer, die wie die Bekloppten hier fahren müssen. Ey. Aber wirklich, wie die Bekloppten. Erste Aktion. So, hier haben wir irgendwie ein paar Baracken, keine Ahnung, was das sein soll. Da geht's nach Köpenick, da machen wir nicht hin. Brauche nicht auf das Handy gucken. Meiner Güte, ey. Fährt Fahrrad und guckt die ganze Zeit auf das Handy und nicht auf das Kind, was vor ihr fährt. Ey. Unglaublich. Echt unglaublich, ey. Keine Worte. Und jetzt müsste das hier auf der rechten Seite sein. Oh, ja, 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 ja. Wie weit geht dieser Hubbelweg? So, jetzt kann man hier rein, das ist noch ein großes Stück, Gott sei Dank. Ah, da haben wir es. Das Miniaturland. Genau. Ist Deutschland irgendwie aufgebaut, ja genau, Berlin. Berlin ist aufgebaut als Miniaturlandschaft. Mal gucken, ob das Eintritt das kostet oder ob man da so rein kann. Das sieht mir nach Eintritt aus. Ja, kostet Eintritt. Kostet Eintritt. Nee, den wollen wir jetzt nicht zahlen. So. Hier. Was ist denn das hier? Ah, hier ist noch, genau, hier ist der Fitnesspark. Sehr schöner Radweg. So,
Und da ist eine Bank und dann. So, hier ist meine Pausenbank. Jetzt mache ich hier erstmal Päuschen. Ja, ich hoffe, die Fahrt hat euch Spaß gemacht. Und ich werde jetzt mal hier die Aufnahme an dieser Stelle abbrechen, weil ich mir jetzt kurzfristig überlegt habe, dass ich jetzt wieder den Heimweg antrete. Und ja, das scheint wohl nicht so interessant zu sein. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich würde mich über ein Like über dieses Video freuen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.